Hallo und Servus zu einem neuen Bearbeitungstutorial. Heute nehme ich euch mal wieder mit an den schönen Walchensee. Wir waren hier Anfang August mit unserem Workshop und steigen wir doch gleich mal ein in die Bilder. Ihr seht hier schon, wir haben hier 1, 2, 3 RAW-Dateien und hier ein Bild, wie es denn final nach der Bearbeitung aussehen soll und wie wir zu diesem Ergebnis kommen, das zeige ich euch jetzt. Vielleicht mal ein paar Worte zu den einzelnen Dateien. Wir haben hier eine Datei, die hier schon beschrieben, kurz Vordergrund. Was bedeutet kurz Vordergrund? Ich mache das Ganze mal etwas heller. Ziehen wir hier mal rein. Wir haben hier eine Drittelsekunde Belichtungszeit. Warum so kurz? Ist gleich erklärt. Wir hatten an dem Tag relativ starken Wind und wussten jetzt nicht sofort, ob durch den Wind diese Pflanze, diese kleine hier im Vordergrund, mit unscharf werden würde bei einer Langzeitbelichtung. Darum hier mal als Sicherheitsschuss eine kurze Belichtung, die wir aber, wenn wir hier mal in diese Aufnahme hereinschauen, gar nicht benötigt hätten. Ja, wir sind hier bei 4 Sekunden Belichtungszeit und wie wir sehen, ist auch bei 4 Sekunden alles schön scharf hier in dem Bereich. Wir haben keine Bewegungsunschärfe, drum können wir die Aufnahme jetzt gleich mal rausschmeißen aus der Übersicht und wir konzentrieren uns auf diese beiden Aufnahmen. Warum überhaupt zwei Aufnahmen? Wir waren hier, um dieses kleine Pflänzchen im Vordergrund schön spannend darstellen zu können, als kleinen Eyecatcher. Sehr nah mit der Kamera am Vordergrund, in etwa 40-50 cm, sind hier mit einer Blende 11 ins Spiel gegangen. Und wer sich schon etwas mehr mit der Fotografie auskennt, besonders im Weitwinkelbereich, weiß, wenn man so nah am Vordergrund dran ist, dann kriegt man natürlich nach hinten keine vernünftige Schärfe mehr rein. Darum haben wir gesagt, machen wir einfach mal zwei Aufnahmen. Eine für den Vordergrund, na, damit wir hier alle Details scharf abbilden und eine zweite Aufnahme, das ist die hier für den Hintergrund. Und ihr seht, die ist auch deutlich dunkler. Warum? Wir haben hier ausschließlich auf den Hintergrund belichtet. Der Vordergrund ist uns egal, den ziehen wir uns final ja aus der ersten Aufnahme für den Vordergrund und haben hier, um schön effizient zu arbeiten, gleich eine Langzeitbelichtung mit eingefügt, damit das Wasser hier glatt wird. Hier 120 Sekunden, Blende 11. Das müsste gewesen sein, ein Case ND1000, sprich ein zehnfacher Graufilter. Und wir haben das kombiniert mit einem Nullpunkt-Medium, war das, soweit ich noch weiß. Medium deswegen, mit einem Softverlauf, hätten wir den Bereich hier zusätzlich abgedunkelt, hätten aber die hellen Stellen hier nicht erwischt, außer man hätten hier sehr weit reingezogen. Aber dann hätten wir natürlich die Berge noch mehr mit abgedunkelt, das wollten wir nicht. Drum den Medium-Verlauf, der verläuft ja bis von hier bis hier in etwa mit 3 Blenden Abdunklung beim 0,9 und nur der kleine Bereich hier wird ungefähr mit 2 Blenden mit abgedunkelt. Das mal nur als Hintergrundinformation zum Bild. Bevor wir jetzt aber loslegen mit einem Blending und Techniken, die wir sonst so anwenden, möchte ich das erste Bild, sprich dieses Bild hier, nur mal mit Lightroom bearbeiten. Einige von euch haben den Wunsch geäußert, kannst du nicht mal nur mit Lightroom arbeiten. Photoshop ist zwar schön und gut, aber mir ist das zu kompliziert oder ich habe kein Abo, ich habe nur Lightroom. Okay, da gehen wir heute mal näher drauf ein und dann versuche ich im Teil 1 jetzt erstmal aus dieser Datei ein vernünftiges Bild rauszubekommen, was sich in etwa mit dem hier decken wird. Ja, wie fangen wir an? Man könnte jetzt natürlich einfach hier die Lichter reduzieren, Tiefen hochreißen, etwas heller belichten, Struktur, Klarheit, Dunst entfernen, Dynamik, den üblichen Spaß. Hier unten noch die Primärwerte erhöhen. Und was könnte man denn noch machen? Die Orangetöne, die Gelbtöne schön herausarbeiten. Und sind wir uns ehrlich, vielen würde das schon so reichen. Und auf Instagram zumindest qualitativ auf jeden Fall gut mithalten können. Ne? Aber unser Anspruch ist natürlich heute wieder ein anderer.
Ich setze das Ganze mal wieder zurück. Ich möchte jetzt mal selektiv das Bild bearbeiten. Selektiv bedeutet in diesem Fall, ich nehme zuerst mal den Himmel vor und dann den Vordergrund. Also wie gesagt, wenn wir hier pauschal über das ganze Bild global die Veränderungen vornehmen, wenn wir hier hochziehen, wird es natürlich auch hier heller und auch andersrum. Deswegen werden wir jetzt mal hier die neuen Werkzeuge in Lightroom nutzen mit diesen Masken. Beginnen möchte ich mal mit dem Himmel. Darum gehe ich hier, neue Maske hinzufügen, Himmel auswählen. Und wie ihr seht, alles was rot markiert wird, wird jetzt von der Veränderung, die wir jetzt gleich vornehmen, mit einbezogen. Ja, wo fangen wir jetzt mal an? Ich reduziere jetzt erstmal die Lichter. Gehe etwas mit den Tiefen hoch. Wir können einfach mal die Regler gemeinsam durchgehen, was hier passiert. Die Belichtung möchte ich jetzt erstmal hier so lassen. Kann die Struktur etwas mehr verstärken, Klarheit erhöhen. Na, kriegen wir etwas mehr Pep in den Himmel, aber wie immer, hier ist Vorsicht geboten, denn wir holen uns hier auch zusätzlich Rauschen mit in den Himmel. Dann werde ich hier mal gleich den Rauschenregler etwas nach rechts ziehen, um das Rauschen zu minimieren. Na, wir haben hier keine tollen Strukturen im Himmel, keine Feinstrukturen, da können wir ruhig etwas stärker entrauschen. Schauen uns das mal an, vorher, nachher. Ja, da ist doch schon einiges passiert. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier an der Sättigung ziehen. Da passiert relativ nichts. Darum bestätige ich das Ganze jetzt hier mal mit fertig. Vorher, nachher. Ja, ist schon etwas mehr Pep im Himmel. Das reicht mir aber noch nicht, denn vor Ort hat sich final zum Sonnenuntergang hier, zuvor hat es 3 Stunden geregnet, dann doch noch schönes Licht am Himmel gezeigt, was aber jetzt in der RAW-Datei noch gar nicht so gut zu sehen ist. Ja, wie kriegen wir jetzt da etwas mehr Farbe in den Himmel, und zwar nur in den Bereich der Mitteltöne und Lichter. Ich wähle mir hier nochmal das Werkzeug aus, neue Maske erstellen, gehe wieder in den Himmel rein und versuche jetzt hier mal mit dem Weißabgleich zu arbeiten. Das Ganze ins Wärmere zu ziehen, kann man machen. Aber wie ihr seht, hier wird natürlich nicht nur der Bereich der Lichter mit eingefärbt, sondern auch die Wolken. Und das sieht ja sonderbar aus, sehr unnatürlich. Ja, wie können wir jetzt an das Ganze rangehen? Wir haben hier diesen Himmel ausgewählt. Und ich möchte jetzt innerhalb des Himmels die Auswahl auf die Lichter und Mitteltöne begrenzen. Deswegen gibt es hier eine tolle Möglichkeit. Ich gehe mir auf die 3 Punkte und sage Maske schneiden mit. Man kann das natürlich mit Subtrahieren oder mit sonstigen Mitteln hier in Lightroom versuchen. Ich nutze gerne die Option Maske schneiden mit und gehe hier auf den Bereich Luminanzbereich. Und was Lightroom jetzt macht, die Maske für den Himmel, die bleibt aktiv, und durch dieses Schneiden mit und im Luminanzbereich so, jetzt seht ihr das besser, grenze ich jetzt den Bereich, in dem die Änderungen auftreten werden, deutlich ein. Das ist wie ein Histogramm. Links haben wir die Schwarzwerte, die dunkleren Töne, Mitteltöne, Lichter und die rein Weißtöne. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier mit dem Weißabgleich nach oben gehe, dann bleiben die Bereiche hier, wie man in der Maske auch schon sieht, unberührt, sondern treten nur hier hervor, wo auch der rote Bereich, sprich die Maskierung, erfolgt. Ich möchte das gar nicht übertreiben, das soll natürlich noch natürlich aussehen, nur so eine kleine Färbung hier mit reinkriegen. Und schauen uns das mal an. Ups, da war ein Klick zu schnell. Die Masken sollen wir natürlich wieder aktivieren. So, das soll es im ersten Step schon mal für den Himmel gewesen sein. Teil 2 ist jetzt mal der Vordergrund. So,
Was können wir hier im Vordergrund machen? Ich wähle mir hier mal wieder dieses Maskenwerkzeug aus, sage neue Maske erstellen. Und ja, jetzt können wir nicht ein Motiv auswählen oder irgendwie Himmel oder sonstiges. Ich werde das jetzt mit einem linearen Verlauf bearbeiten. Und zwar ziehe ich mir den jetzt nicht von unten nach oben hier beginnend rein, denn es würden die Änderungen hier am stärksten sichtbar werden, aber hier im oberen Bereich eben nicht. Seht ihr, die Maske, die verläuft hier soft nach oben aus. Das möchte ich nicht, darum lösche ich die ganze Maske mal und erstelle mir einen neuen linearen Verlauf, setze hier an und dann seht ihr, da geht er mit einem soften Verlauf nur im oberen Bereich aus dem Bild raus. Wunderbar. So, als erst gehe ich mal mit der Belichtung etwas nach oben, gehe mit den Tiefen auch kräftig nach oben, bei den Schwarztönen bitte aufpassen, sonst wird das Bild schnell sehr flach. Bestätige das Ganze hier mal mit fertig, das passt soweit ganz gut. Was mich jetzt stört, ist der untere Bereich, der ist mir einfach zu hell, der lenkt das Auge zu sehr auf diesen Bereich, das wollen wir natürlich nicht. Kann man einfach mit, ja, entweder im linearen Verlauf, nehmen wir einfach mal einen radialen Verlauf, ziehen den hier mal in das Eck rein und gehen hier mit der Belichtung etwas nach unten. Das passt soweit ganz gut. Ja, was können wir jetzt hier noch Schönes anstellen in Lightroom? Die kleine Pflanze hier, wie gesagt, das soll ja als kleiner Eyecatcher im Vordergrund hier schön präsentiert werden. Darum möchte ich den noch etwas mehr herausarbeiten. Das machen wir auch mal mit diesen Masken hier. Und zwar wähle ich immer einen Farbbereich aus und suche mir hier mal einen Grünton im Bild. Wie ihr seht, wird hier nur die Pflanze maskiert. Hier haben wir auch noch einen kleinen Bereich. Wen das stört, der kann hier auf Subtrahieren gehen. Pinsel. Sieht hier, erscheint in der Mitte des Kreises ein Minus. Das heißt, ich ziehe das hier ab. So, und jetzt nehmen wir uns mal das grüne Monsterchen vor. Ich möchte es auf jeden Fall intensiver von der Farbe und auch etwas heller. Gehe jetzt zuerst mal in die Sättigung rein, ziehe die mal nach oben, gehe mit der Belichtung etwas nach oben, na, dann strahlt die etwas mehr. Und schauen wir das hier mal in der Maske an. Vorher, nachher. Na, dann kommt die deutlich schöner, deutlich kräftiger raus. Ich bestätige das Ganze wieder mit fertig. Ja, also jetzt haben wir schön unseren Hintergrund, unseren Himmel bearbeitet, den Vordergrund etwas mehr zum Vorschein gebracht. Und wenn wir uns das Ganze mal vergleichen, dann haben wir hier mit einigen Klicks doch schon eine schöne Veränderung. Ja, jetzt könnte man natürlich den Mittelgrund hier noch etwas mehr wirken lassen. Probieren wir das Ganze nochmal mit einem Radialverlauf. Ja, so in etwa. Kann das auch noch etwas wärmer ziehen. Dann kommt hier die Spiegelung des Himmels im See schöner raus. Passt soweit. Vorher, nachher. Ja, dann haben wir doch schon einen schönen Look im Bild. Ja, das soll es mit der selektiven Bearbeitung der einzelnen Bereiche gewesen sein. Jetzt können wir mal schauen, ob wir hier mit den einzelnen Optionen etwas rausholen können. Nee, aber das ist eigentlich soweit in Ordnung. Klar, die Orangetöne für alle Freunde des bunten Himmels können hier natürlich an den Reglern kräftiger ziehen. Ich finde es soweit in Ordnung. Viel mehr Licht war an dem Tag auch nicht. Ihr könnt ja auch mit diesen Color Grading Tools einfach mal die Mitteltöne versuchen, etwas mehr Farbe ins Spiel zu kriegen. Aber das wirkt aus meiner Sicht übertrieben.
Doppelklick auf die Mitte, könnte das Ganze wieder zurücksetzen. Wir könnten das Bild natürlich noch etwas schärfen. Die normalen Tools, Rauschreduzierung etc. ist klar. Und wenn ihr noch eine Vignette mit im Bild haben wollt, ist eigentlich auch ganz easy mit diesen neuen Masken. Ihr wählt hier einen Radialverlauf aus, zieht hier irgendwo einen Kreis rein und mit gedrückter Command-Taste am Mac und Doppelklick hier auf den mittleren Bereich erstellt euch Lightroom, ja, eine flächendeckende, einen radialen Verlauf. So, Fehler gefunden. Ja. In dem Verlauf werden natürlich die Veränderungen jetzt nur innerhalb dieses Kreises wirksam, deswegen müssen wir diese Maske umkehren, reduzieren und dann kriegen wir hier so eine kleine Vignette mit rein. Das ist fast zu kräftig. Befehl zurück. Gehen wir auf so eine, ja, eine halbe Blende. Das passt soweit. Ja, das soll es eigentlich mit der Bearbeitung jetzt in Step 1 in Lightroom gewesen sein. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen. Wir haben hier eine relativ, ja, eine flache RAW-Datei, ja, der Vordergrund sehr dunkel ist, ja, im Himmel auch kaum Zeichnung vorhanden ist. Haben hier mit einigen, ja, selektiven Werkzeugen zuerst den Himmel bearbeitet, dann den Vordergrund und ja, ich finde es jetzt ganz stimmig. Was ich jetzt in Step 2 machen möchte, ist das ganze Bild zu kombinieren mit dieser Aufnahme. Denn wenn wir jetzt hier mal vergleichen, ja, das ist zwar zum Beispiel für Instagram absolut ausreichend von der Schärfe mit diesem Bild hier. Ja, die Schärfe ist absolut okay im Vordergrund. Ist zwar deutlich mehr rauszuholen, aber wenn man mal ganz genau in die Ecken reinschaut, dann wird das natürlich sehr weich. Ne? Da wir ja logischerweise in diesem Bild für den Hintergrund fokussiert haben, sprich der Fokus auf dem Berg im Hintergrund lag. Und wenn wir hier mal in die Datei für den Vordergrund reinschauen, da ist natürlich hier deutlich mehr Zeichnung, mehr Schärfe im Bild. Darum möchte ich jetzt final die beiden Bilder schon noch kombinieren. Die beiden sollten aber natürlich, ja, so ziemlich deckungsgleich sein. Darum gehe ich jetzt zuvor in Lightroom, das Bild noch bearbeiten, gehe mit den Tiefen hier wieder zurück. Einen kleinen Klick, gehe mit den Lichtern komplett nach unten. Mittelgrund und Hintergrund können uns komplett egal sein, die ziehen wir uns ja aus der zuvor bearbeiteten Datei raus, nur der Vordergrund, der sollte schon einigermaßen passen vom Matching her. Mit diesem Vergleichswerkzeug funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Wir haben uns links jetzt die finale Datei eingeblendet. Und die Veränderungen, die sehen wir jetzt hier gleich direkt hier in der aktiven Auswahl. Ich muss ja auch nochmal das kleine Pflänzchen logischerweise bearbeiten. Wählen wir hier wieder den Farbbereich aus. Hier wieder in die grünen Elemente rein. Ja. Das passt soweit. Ich bestätige das Ganze mit OK. Und werde die beiden Dateien jetzt mal in Photoshop als Ebenen öffnen. Dazu klicke ich. Die Ebene ist eh schon aktiv, dieses Bild, mit gedrückter Command-Taste am Mac auf dieses zweite Bild und klicke mit der rechten Maustaste auf eines der beiden Bilder und sage hier Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. So, Photoshop hat mir nun die beiden Bilder als Ebenen geöffnet. Wir haben hier unten unseren Vordergrund und hier oben unser Bild für den Hintergrund und das Wasser. Ja, wie kriegen wir die beiden jetzt überblendet? Das funktioniert eigentlich ganz easy.
Einfachste Weg ist für alle, die mit Photoshop noch nicht ganz so fit sind, ihr legt euch einfach hier eine Ebenenmaske drüber, und wer sich mit Photoshop schon etwas auskennt, weiß, alles, was unter einer weißen Ebene liegt als Bild, wird dargestellt im finalen Bild, und alles, was hinter einer schwarzen Maske liegt, ist unsichtbar. Was brauchen wir jetzt hier in dem Bild? Wir wollen ja den Vordergrund aus diesem Bild rausziehen. Haben hier eine weiße Maske, darum werde ich mir mit der Taste B jetzt einen schwarzen Pinsel auswählen. Bitte darauf achten, dass hier die schwarze Vordergrundfarbe eingestellt ist. Mache mit dem Pinsel jetzt etwas größer, gehe hier mit der Deckkraft auf 100%, auch beim Fluss, und male mir hier vom unteren Bild den gewünschten Bereich zurück. Sieht man natürlich jetzt kaum einen Unterschied, da wir die Bilder ja ziemlich deckungsgleich, also ähnlich aussehend bearbeitet haben. Aber wenn wir jetzt hier mal näher reinschauen, ja, das haben wir gut hinbekommen, das sieht dann Was mir nicht so gut gefällt, ist hier der Übergang am Wasser. Ich lösche die Maske mal, Ebenenmaske löschen, und gehe hier auf das Schnellauswahlwerkzeug. Wähle mir hier den Bereich aus. Und lege mir hier einfach eine Maske drüber. Der stellt dann automatisch aus der Auswahl eine Maske, sprich vom oberen Bild ist jetzt der Bereich von hier bis hier sichtbar, und vom unteren Bild ist der untere Bereich sichtbar. Jetzt haben wir hier ein sauberes Blending. Vordergrund aus dieser Ebene, Hintergrund und Wasser aus der oberen Ebene. So, was können wir jetzt mit dem Bild in Lightroom noch, in Photoshop veranstalten? Ich reduziere das Ganze mehr auf eine Ebene, damit das Ganze übersichtlich bleibt. Ich versuche jetzt mal mit den Filtern von Nick hier noch etwas mehr Spaß ins Bild zu bringen. Wähle hier Filter, Nick Collection, Color Effects Pro 4. Wer die Filter nicht haben sollte oder nicht kennt, die waren eine Zeit lang über Google kostenlos zu beziehen. Zufall waren die, ich glaube, 600 € damals, und wurden jetzt wieder übernommen, und aktuell der Listenpreis liegt irgendwo bei 130, 140 Euro. Wenn man nur gelegentlich mal in Photoshop vorbeischaut, ist das natürlich eine Menge Kohle, aber ist auf jeden Fall, sind tolle Tools, um mit wenig Photoshop-Erfahrung hier doch tolle Effekte erzielen zu können. Ich gehe mal hier die Filter kurz mit euch durch. Das sind natürlich ewig viele, die braucht man für den Landschaftsbereich auch nicht unbedingt zwingend. Ich wähle hier mal den Bereich Landschaft aus. Ein sehr beliebter Filter ist dieser Detail Extractor, der aber auch mit Vorsicht zu genießen ist, da er euch wie zuvor auch die Klarheit in Lightroom schon ordentlich Rauschen ins Bild bringt. Wenn wir uns das mal anschauen, vorher, nachher, dann kracht es natürlich schon ordentlich im Bild. Ne? Cooler Effekt, mir zu stark. Ich gehe hier mit der Setting einmal zurück und hier auf 18% und möchte diesen Filter jetzt aber nur im Himmel anwenden. Geht ganz easy, ihr geht hier auf die Plus-Taste, klickt in den Bereich des Bildes, und dieser Filter wirkt dann nur innerhalb dieses Kreises. Der ist natürlich jetzt etwas zu klein für den kompletten Himmel, darum klicke ich einfach auf die, drücke auf die Option-Taste und mit der Maustaste auf die Mitte ziehe das Ganze, und dann kopiert sich dieser Bereich nochmal um einen weiteren Kreis. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal anschauen, vorher, nachher, dann haben wir jetzt die Auswirkungen hauptsächlich im Himmel drinnen. Okay, ja, was gibt noch Schönes? Wir haben hier auch nochmal Verlaufsfilter, wo wir auch selektiv hier verschiedene Bereiche mit abdunkeln können. Brauchen wir aber nicht, das haben wir vorher schon sauber erledigt, was auch ganz beliebt ist, man in vielen Bildern auch sieht,
sommerliche Bilder mit satten Grün. Einfach mal auf Indian Summer geklickt, dann wird alles, was grün ist, in gelb-orange umgewandelt. Aber ist natürlich Quatsch hier. Ja, was können wir noch versuchen? Den Skylight-Filter, der haut, ja, wie früher in der analogen Fotografie, Skylight-Filter drauf, dann werden die Farben des Himmels, orange, gelb, bla bla, nochmal ordentlich verstärkt, brauchen wir ja auch nicht. Der Sunlight-Filter bringt euch so, ja, so ein bisschen Glow ins Bild, würde ich hier aber auch nicht anwenden. Und der Tonal Contrast, den finde ich immer ganz nett. Natürlich nicht mit diesen Werten, ich mache meistens 663. Gefällt mir ganz gut. Hinzufügen. Ja, ich hatte zuvor vergessen, auf das Feld hinzufügen zu klicken. Darum ist der Detail Extractor weg. Nochmal ganz quick and dirty. Wenn man das Ganze jetzt nochmal angucken, vorher und nachher. Dann haben wir hier nur, ja, nochmal etwas mehr Spaß ins Bild gebracht. Bestätige das Ganze mit OK. Vorher, nachher. Wenn euch der Effekt zu stark ist, könnt ihr natürlich hier mit der Deckkraft wieder variieren. Und dann sieht das ja schon mal wieder ganz anständig aus. Ja, was könnte man jetzt noch mal? Einen kurzen Ausblick in das Thema Luminanzmasken. Vielleicht wollen wir jetzt doch die Farben im Himmel noch mal intensivieren, ne, für alle, die das möchten. Ich arbeite hier, kennt ihr ja schon von den anderen Videos, mit dem Plugin von Tony Kuiper. TK8 nennt sich das Ganze. Und hier könnt ihr ganz easy und ohne große Vorkenntnisse Luminanzmasken erstellen. Ich möchte mir jetzt mal die Farben des Himmels, diese warmen Farbtöne vornehmen, wähle mir hier den Farbwähler aus und klicke hier mal in irgendeinen Bereich, in dem die Farben vorkommen. Und dann seht ihr alles, was weiß dargestellt wird. Na, da sind jetzt diese Orangetöne mit drin. Was ich nicht möchte, ist den Bereich hier noch intensivieren oder auch das Wasser, das ist mir eh schon zu gelb. Dann wähle ich hier einen schwarzen Pinsel aus und lösche mir die Bereiche einfach mal raus. Okay, und was ich jetzt hier auswähle als Ausgabemodus, ist eine Farbton-Sättigungsebene. Wenn ich jetzt hier mit der Sättigung nach oben gehe oder reduziere, dann seht ihr, dann treten die Veränderungen wieder nur in dem Bereich auf, den die Maske auch abdeckt. Ja, können Sie ja ein klein wenig strahlen lassen, etwas intensiver darstellen. Vorher, nachher. Nur eine kleine Änderung, aber man sieht den Effekt schon ganz gut. Ja, was wir jetzt final noch machen können, etwas mit Dodge and Burn zu arbeiten. Dodge and Burn bedeutet ja, helle Bereiche zusätzlich aufhellen, dunkle Bereiche noch etwas abdunkeln, damit wir hier ja etwas mehr Spannung noch zum Beispiel im Himmel erzeugen. Ja, kann man auch wunderbar lösen mit einer Luminanzmaske. Also im ersten Schritt möchte ich die dunklen Elemente hier noch etwas abdunkeln. Könnte man jetzt natürlich eine neutralgraue Ebene erstellen und da schwarze Farbe reinpinseln mit Modus auf das Licht hier als Ebenenmodus. Dann würden wir hier aber auch die Lichter mit erwischen. Ne? Ich möchte das wirklich selektiv bearbeiten und das funktioniert mit diesem Modul hier sehr gut. Ich setze das mal zurück, wähle mir hier jetzt mal den Bereich, oder wisst ihr was, ich versuche es mal über diese Variante hier, wählen wir mir die dunklen Bereiche aus, kann die hier noch etwas verfeinern und ihr wisst ja, alles was weiß dargestellt wird, wird auch von der Veränderung später mit einbezogen. Was Photoshop uns hier zeigt, sind, wenn wir uns mal angucken, nur die dunklen Bereiche werden hier ausgewählt. Und das Ganze möchte ich jetzt bearbeiten auf einer neutralgrauen Ebene mit einem schwarzen Pinsel. Könnte man jetzt auch erstellen, hier über Ebene, neue und neutralgraue Ebene mit soften Licht als Ebenenmodus.
Oder eben hier als Shortcut klicke ich hier drauf. Ups. Genau, habe hier meine neutral graue Ebene. Und wenn ich jetzt meinen Pinsel nehme, verkleinere, Deckkraft 10%, dann werden hier die dunkleren Bereiche abgedunkelt. Und wenn ich hier drüber gehe, in den Lichtern, dann seht ihr, dann passiert nichts, ne? Weil das Bild jetzt mit der Ebenenmaske eben nur die dunkleren Elemente mit einbezieht. Zum Beispiel auch hier. So, das ist jetzt eh schon zu kräftig, darum weg von der Deckkraft, etwas nach unten. Vorher, nachher. Und das Spiel können wir natürlich auch genau andersrum treiben. Ich wähle mir hier nur mal die helleren Bildelemente aus. Wenn wir das nochmal vergleichen, wenn ihr hier mal auf den Bereich schaut, das sind die helleren Elemente im Stein, die sind jetzt von der Maske mit abgedeckt und die eh schon dunklen Bereiche, die werden nicht mit einbezogen. Und ich gehe jetzt auf dieses Symbol, der erstellt mir wieder eine neutral graue Ebene und wählt mir automatisch den weißen Pinsel aus. Bei der Deckkraft bleibe ich bei 10% und jetzt gehe ich je nach Geschmack hier einfach mal über die Bereiche hier im Vordergrund, dass die hellen Stellen etwas mehr betont werden. Ihr könnt natürlich im Himmel aufspielen, aber den möchte ich eigentlich nicht aufhellen. Wenn wir uns das mal anschauen, vorher, nachher, vorher, nachher, dann haben wir ja schon einen netten Dodge and Burn Effekt hier im Bild. Ja, das soll es eigentlich an der Stelle für heute gewesen sein. Hauptthema war ja mal, wie kann man mit diesen Masken in Lightroom zu vernünftigen Ergebnissen kommen, und als kleines Add-on hier das Blending und ein wirklich nur sehr kurzer Ausflug in den Bereich der Luminanzmasken. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann werde ich hier nochmal ein ausführlicheres Video zu machen. Oder ihr schaut mal auf einen der zwei, drei anderen Videos, die auf öffentlich stehen, auf meinem Kanal rein. Da geht es eigentlich immer um dieses Thema. Und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Ne? Final nochmal das Bild vorher, nachher. Dort die paar Änderungen in Photoshop. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, speichere auf das Bild und dann gucken wir uns mal den Vergleich in Lightroom an. Das ist jetzt unser finales Bild, und wenn wir das mal vergleichen mit der Ursprungsdatei, setze hier nochmal alles zurück. So sah die RAW-Datei am Anfang aus und so sieht unser finales Bild in Photoshop aus. Na, könnte man sagen, ist von allem etwas zu viel des Guten, aber dafür sind Tutorials ja da, damit man sieht, wie wirken sich die Veränderungen aus. Reduzieren kann man ja das Ganze immer noch. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder etwas, ja, das ein oder andere mitnehmen können aus diesem Tutorial, und sagt danke fürs Zuschauen und einfach bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.